So ein schönes Wetter, da muss man da was unternehmen. Und zwar starte ich diesmal von Brela aus. Es geht in die zweitgrößte Stadt von Kroatien. Ja, mit dem Schiff könnte man auch fahren, aber ich fahre mit dem Bus. Im Süden von Kroatien ist Split die größte Stadt. Mit dem Bus fährt man ja sehr entspannt, da kann man viel aus dem Fenster gucken. Split ist eine bedeutende Hafenstadt und die ist auch sehr katholisch. Die gehört zu der Erzdiözese Split-Makarska. Mit dem Schiff hier so rumzufahren wäre auch nicht schlecht. Die Stadt hat etwa 170.000 Einwohner. Es ist aber auch heute wieder ein Wetter. Die Innenstadt von Split ist seit 1979 UNESCO-Weltkulturerbe. Eigentlich müssen wir in der Stadt was länger bleiben, nicht nur ein paar Stunden. Das Wahrzeichen der Stadt, der ehemalige Palast. Ein Modell der Stadt und die Reiseleiterin hat uns hier eingehend erklärt, wo man gerade ist, was noch alles zu sehen gibt. Das sieht doch schon mal gut aus. Dieser Palast wurde als Altersruhesitz gebaut für den römischen Kaiser. Diokletian hieß er. Das war der einzige römische Kaiser, der freiwillig aus seinem Amt geschieden ist. Da gab es noch einen Kaiser drin, Maximian. Das ist ja ein prächtiger Altersruhesitz. In diesem ganzen Palast hat man nur 10 Jahre gearbeitet. So braucht man heute für eine Baugenehmigung. Man sollte sich auch mal die zahlreichen Ausstellungen ansehen. Der Palast hatte so eine Größe von 215 x 180 Metern. Das ist schon ein toller Altersruhesitz hier an der Adria gelegen. Ja, die Videoaufnahmen sind jetzt nicht so berauschend, aber was waren die Anfänge? Wie viele Bögen und Bögengänge hier sind. Die engen Gassen überwölben. Irgendwo singen hier welche. Es soll also eine fantastische Männerchöre geben in der Stadt. Zum Jupiter-Tempel wollte ich auch noch gehen. Erstmal schaue ich jetzt hier, wo der Gesang herkommt. Ist Gloria Terminus.
Ja, hier bin ich natürlich länger stehen geblieben. Das ist ja hier eine tolle Akustik. Das ist ja eine wahr traurige Musik, aber die ist schön. Blasse Tenöre. Im frühen 7. Jahrhundert wurde die Stadt zerstört. Aber viele Mächte hatten schon Einfluss auf die Stadt. Die Byzantiner, die Venedier und auch die Ungarn. Das ist ja mal eine riesige Statue. Ja, wie die Kirche es heißt, habe ich vergessen. Das ist der Bischof von Nîmes. Der hat so um 900 gelebt. Gregor von Nîmes, der wurde dann hier Bischof. Der war dann auch gleichzeitig Kanzler des mittelalterlichen kroatischen Königreiches. Der linke Zeh ist schon ganz blank, da reiben sich die Leute immer die Hände dran. Aber wann die Statue gebaut worden ist, habe ich es nicht rausbekommen. Durch die engen Gassen zu gehen, das macht doch einfach Spaß. Was auch noch schön ist, sind immer ganz schön kühl. Jetzt hier nehme ich mir erstmal einen Kaffee. Ja, im Dom bin ich noch gewesen. Da habe ich jetzt keine Bilder von. Der ist gebaut worden im 4. Jahrhundert. Was noch sehenswert hier ist, ist das Nationaltheater. Aufpassen muss ich mal, dass ich die Gruppe nicht verliere. Mit der Reiseleiterin kommt man zwar hier überall hin in der Stadt, aber die erzählt viel zu viel. Das ist schon ein krasser Gegensatz hier, die bunten Häuser. Die Stadt gehörte ja schon mal zum Kaisertum Österreich, das war 1813. Das hieß früher mal Kronland. Schul- oder Amtssprache war ja auch schon mal Italienisch. Mittelalter hat hier die Pest gewütet. Das war im 16. Jahrhundert, da sind fast 10.000 Leute hier in der Stadt gestorben. Etwa 1.500 haben überlebt. Alles Außenmauer vom Palast.
Nun bin ich wieder an der Flaniermeile. Das müsste das Hafenamt sein. Eine Postkarte könnte ich im Meer mitnehmen. Wer schreibt denn heute noch? Das ist ja ein Wetterchen. Drinnen hat die Luft schon ein bisschen gestanden. Hier ist doch schöner. Na, dann bummel ich mal durch die Einkaufsstraße. Erhalten habe ich, dass der Komplex Prokurative heißt und 1858 bis 1859 erbaut worden ist. In einem Jahr, das kann man ja nicht glauben. Nach dem Ersten Weltkrieg kam ja Split zum Königreich der Serben. Wenn ich das so sehe, ich kann mir noch mal einen Kaffee leisten. Die muss irgendwo eine Markthalle sein. Mal gucken. Muss aber jetzt zweimal hingucken, was das ist. Gut, Fisch steht fest, aber welcher? Na dann, guten Appetit. Das riecht hier ein bisschen streng. Dann gehe ich doch noch ein paar besser durch die Altstadt. Jeder Bauabschnitt hier wurde eingehend erklärt. Der Palast ist an für sich noch gut erhalten. Man müsste mal zurück in die Zeit reisen können und mal da durchgehen. Am Markt gibt es hier in verschiedenen Ecken. Ich habe mir ja ein paar gekauft und die waren lecker. Das ist auch so eine Sache, die ich liebe, Blumen. Ich muss langsam mal gucken, wo der Bus steht. Fahrt jetzt wieder zurück jetzt nach Prela. Ich habe noch ein paar Minuten. Da ist ja unsere Reiseleiterin wieder. Eineinhalb Stunden hatte mir Zeit, das ist ja ein bisschen kurz. Kroatien immer wieder gerne. Dann tschüss, Split.